Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Duell des heutigen Quarantäne-Streams. Der gute Nils ist wieder mal am Start und wir fangen heute an mit einem ganz besonderen Matchup. Wir spielen nämlich Graulien Kaiju gegen Ewig Infernal. Ja. Das dürfte eine spannende Geschichte werden, also von daher viel Spaß beim Zuschauen und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, oder? Jo, ich nehme den Darkwürfel. Gut, und ich nehme den Wasserwürfel, weil die ganzen Graulien alle Wassermonster sind. Mischel ist ja auch Wasser. 3 und 3. Nochmal. Eine 1. 4. Dann würde ich gerne anfangen. Dann sei es so. Ich glaube, du hättest mich auch anfangen lassen, oder? Natürlich. Bei uns das auch schenken können. Ja, dann ein gutes Spiel. Ja, auf ein gutes Match. So. Ich aktiviere erstmal die Verlockung der Finsternis. Ja. Dann darfst du jetzt zwei Karten ziehen und musst dann anschließend ein Finsternismonster aus deiner Hand verbannen. Und wenn du das nicht kannst, musst du deine gesamte Hand abwerfen. Genau. Schwierig. Die stygianische Straßenpatrouille. Mhm. Okay. Dann aktiviere ich noch eine so Verlockung der Finsternis. Ja, doppelt genäht hält besser. Genau. Der ewig infernale Recher, den verbanne ich. Mhm. Dann setze ich eine Karte verdeckt. Mhm. Aktiviere ich den Effekt vom Defrag-Drachen und beschwöre ihn als Spezialbeschwörung, indem ich eine Karte von meiner Hand auf den Friedhof abwerfe. Mhm. Und er kommt einfach als so Spezialbeschwörung. Mehr macht er nicht. Und dann werfe ich den Erzunterwäldler auf den Friedhof ab. Ja, das scheint erstmal ein vollkommen legitimer Zug zu sein. Ja. Dann. Aktiviere ich törichte Begräbnis. Mhm. Das heißt, du darfst jetzt ein Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Ja, ich war noch nicht genormelt, ne? Bisher hast du noch keine normale Beschwörung gemacht, ne? Dann lege ich auf den Friedhof. Die Erzunterwäldler. Ne, warte mal, das macht keinen Sinn. Ich muss quasi. Ja, das Deck ist nicht ganz so einfach zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Deshalb lege ich jetzt. Glaube ich dir gerne. Das ist halt so ein extrem aufwendiges Combo-Deck, also. Ja. Die Qual der Wahl. Ja, also es ist so ein bisschen. Will ja was reinlegen, was einem auch weiterbringt, ne? Das ist richtig. Im besten Fall tut man das. Den Totenbeschwörer. So, dann aktiviere ich jetzt die ewig infernale Startrampe. Was macht denn die Karte? Die sagt, ich kann ein Infernity-Monster von meiner Hand auf den Friedhof legen, einfach so, ohne irgendwas. Und dann ist der zweite Effekt von der Karte, dass die sich auf den Friedhof jetzt legen kann und mit zwei jetzt ewig infernalen Monster von meinem Friedhof so zurückholen kann. Das würde ich dann, glaube ich. Vom Friedhof hast du speziell beschwört. Genau, die holt zwei zurück einfach. Okay. Dann würde ich gerne den Effekt aktivieren, die auf den Friedhof legen und zwei zurückholen wollen. Ja, da habe ich so keine Einwände. Das darfst du machen. Dann kommt einmal der Erzunterwäldler und der Totenbeschwörer zurück. Mhm. Dann triggert der Erzunterwäldler und wenn er als Spezialbeschwörung beschworen wird, während ich keine Handkarten habe, darf ich mir eine ewig infernale Karte vom Deck hinzufügen. Das darfst du tun. Ja. Und Subaso, wir spielen hier überwiegend Fun-Decks. Meta-Decks spielen wir ab und zu mal in den Rahmen unserer Duellserien. Ansonsten die übrigen Fragen bitte gerne in die nächste Pause. Ich suche mit dem ewig infernalen Patriarch. Der hat den Effekt, wenn er die einzige Handkarte ist, die ich habe, dann bleibe ich dann so spezialbeschwörung gespannt. Okay. Und wenn er im Friedhof ist und eine epitonale Karte von mir zerstört werden würde, darf ich ihn verbannen, um die Karte so zu beschützen. Okay, das klingt ja erstmal sehr spannend, ja. Ja. Das ist ja ganz cool. So, einen Effekt von dem Totenbeschwörer habe ich noch nicht so benutzt. Der hat nämlich den Effekt, dass ich ein ewig infernales Monster von meinem Friedhof so zurückholen kann, während ich keine Handkarten habe. Das muss return. So. Den habe ich noch nicht benutzt. Den hast du noch nicht benutzt, nein. Das heißt, ich gehe jetzt mit den beiden in ein
Rang 4 Xyz, mhm. Lugaris, den Zeitlosen. Ja, was macht der gute Kollege? Der hat jetzt mehrere Effekte. Ich nutze aber nur den Effekt, dass ich zwei Materialien abhänge und dann ein Monster von meinem Friedhof so zurückhole. Dafür darf ich aber dann nur meine nächste jetzt Main Phase skippen. Den Effekt kannst du aber nicht aktivieren, weil du zum Aktivierungszeitpunkt kein legales Ziel zum Wiederbeleben hast. Deswegen kannst du kein Monster wiederbeleben. Das ist das gleiche Problem mit dem Zombie-Meister. Man muss halt ein Zombie-Monster im Friedhof liegen haben, damit man seinen Effekt aktivieren kann. Kann dann aber das abgehangene Monster von ihm, oder in dem Fall von dem Dugaris, dann auch wiederbeleben. Aber du musst halt zum Aktivierungszeitpunkt ein legales Ziel haben. Sicher? Ja. Okay. Ja. Kann ich den dann jetzt nicht machen, weil sonst komme ich nicht mehr weiter. Sorry. Dann nehme ich einfach die beiden weg. Ja, ist okay. Lass ich diesmal durch. Dann hätte ich ja jetzt theoretisch ein legales. Also ich aktiviere jetzt den Effekt von dem Totenbeschwörer und hole den Erzmund der Weltler zurück. Dann triggert er wieder und sucht mir ein Äffchen von der Karte. Ja. Blöd, dass man die Startrampe hier schon weg hat. Ich mir das ewig infernal Trugbild auf die Hand. Also der ist jetzt so benutzt. Jetzt hätte ich ja ein legales Sieg. Jetzt kann ich es machen, ne? Wenn es. Ja, wenn du gar was alles wiederbeleben darf, dann ja. Ja, dafür. Ja. Aber möchte ich jetzt eh nicht machen, weil ich habe jetzt eine Handkarte, das ist gerade ein bisschen blöd. dann sind die Effekte von den ewigen finalen Monstern nicht wirksam, quasi nicht mehr existent. Ja. Dann Link. Nee, das möchte ich auch nicht machen. Ja, doch, auf jeden Fall. Sorry, ich muss noch ein bisschen reinkommen. So, dann beschwöre ich Sayuya. Aktiviere natürlich keinen Effekt erstmal so von ihm. Ich nutze nur den Effekt aus der Hand, dass ich das Trugbild aus der Hand beschwören kann. Das darfst du doch machen, weil du mindestens drei Monster das Material für seine Beschwörung benutzt hast. Weil abhängig davon, wie viele Monster du benutzt hast, hat er entsprechende Effekte. Ja, und wenn du drei Monster benutzt hast, darfst du einmal pro Spielzug ein Monster aus der Hand spezial beschwören. Ich möchte gerne den Effekt vom Trugbild aktivieren und der sagt, dass ich den so tributen kann und mit zwei ewig infernalen Monstern meinen Friedhof zurückholen darf. Auch als Spezialbeschwörung. Genau, richtig. Ja. Dann triggert wieder der Erzunterfälschler und sucht mir eine ewige Infernalkarte. Den hatte ich wieder noch nicht benutzt, aber ich könnte ja jetzt theoretisch. Jetzt könnte ich Dugar ausbauen. Suchen wir erstmal ewig Infernales so zerreißen, die Fallenkarte. Was macht die Karte? Ich kann die nur aktivieren, wenn ich keine Handkarten habe, wie bei allen ewig Infernal-Karten. Und ich kann eine ewig Infernal-Karte in meinem jetzt Friedhof wählen, zu uns auf dem Duo-Spiel entfernen und dann eine Karte, die du kontrollierst, so zerstören. Okay. Die dann setzen, damit meine Effekte wieder live sind. Der ist noch nicht benutzt, ne? Der ist benutzt. Das heißt, ich würde jetzt mit den beiden in Dugaris gehen. Dann den Effekt aktivieren. Beide abhängen. Erste Labeltler zurückholen. Wieder den Effekt aktiviert vom ersten Labeltler. Damit überspringst du dann die nächste Main-Phase 1 in deinem nächsten Zug. Und dafür darfst du ein Monster vom Friedhof in Verteidigungsposition zurückholen. Ja, der kommt in Verteidigungsposition. Aber ja, ist okay. Mach Unterschied. Der sucht mir jetzt, könnte ich den die Startrampe suchen, ne? Aber die ist natürlich leider schon weg und leider auch auf 1. Tja, schade. Ich suche mir die Infernity Barriere. Die sagt quasi aus, wenn ich keine Handkarten habe und einen jetzt ewig infernalen Monster in Angriffsposition kontrolliere, darf ich die Aktivierung einer Zauberfallenkarte oder dem Monster-Effekt von dir negieren und die Karte zerstören. Und wenn die sich jetzt fragen, warum ich jetzt gerade noch einen Würfel auf die beiden Monster gelegt habe, das liegt an dem ersten Effekt von Saruya, denn der besagt, wenn ein Monster in einer Zone beschworen wird, auf die er zeigt, bekommt das 800 Angriffspunkte oben drauf. Haben wir jetzt nicht angesagt, aber ist in dem Fall. Ja, das ist in dem Fall normal. Der ist noch nicht benutzt, das heißt, ich würde die beiden jetzt einfach mal weglinken in irgendein Link 2. Den Fall Cerberus. Dann Effekt Totenbeschwörer. Im ersten Level da zurück. Also in der Welt versucht man einfach eine weitere Karte. Noch ein Druckbild. Lag der drunter? Ne, der kam später nach. Der kam nach Saruya erst wieder. Ich muss
So, dann linke ich die 4 weg. Mhm. In einen zweiten Zeug wieder. Die 3, meinst du? Aber ja, die 3, ja. Mhm. Genau. Die 3 in einen Disling 4. Und dann aktiviere ich wieder den Effekt von Sayuya. Ja. Hol das Trugbild aus der Hand als Spezialbeschwörung. Ja. Aktiviere den Effekt von Trugbild. Hol den Totenbeschwörer und den Erzunterwäldler zurück. Dann schwägert wieder der Erzunterwäldler. Ja, und du darfst dir wieder eine ewig Infernalkarte suchen. Richtig. So. Ich würde jetzt so langsam mal den. Ich habe ja natürlich Spiel 2 Trugbild, das heißt, ich. Der Avenger ist natürlich schon verbannt, deshalb kann ich jetzt nicht in coole Synchro-Plays gehen. Was natürlich ein bisschen belastend ist. Tja, schade. Aber ich kann mir ja dann natürlich noch eine Barriere suchen. Bisschen komisch, diese Kombo. der ist wieder noch nicht benutzt. Mhm. Sehe ich die? Da habe ich jetzt hier Set. 3 Barrier, ein Break. Sehr gut. Ich weiß eh nicht mehr viel, was ich suchen kann, ist das Problem. Normalerweise wird man sich ja im Laufe der Combo auch noch den Launcher suchen, also hier die. Die Startrampe. Die Startrampe, genau. Dann aktiviere ich den Effekt von Totenbeschwörer. Hol Patriarch zurück. Mhm. Dann bekommt er Punkte durch Sarujas Effekt. Ist egal. Okay. Weil ich die alle 4 weglinke. Alle 3. Ne, 4. Diesmal waren es 4. Diesmal waren es 4. Gott, in einer Apollosa. Uff. So, mit 4 Materialien. Und Ouch. Ich habe natürlich hier einen Erzunterwäldler mit 3 Barrier Set und einem Break. Also ein Pop, 3 Negates plus 4 von Apollosa. Normalerweise liegt ja noch ein Savage Dragon daneben, aber ich habe natürlich den Tuner schon verbannt. Mhm. Und der kann, wenn er so zerstört werden würde, kann ich ihn so protecten. Kann das tun. Netter Start, würde ich sagen, ja. Gut, dann ziehe ich meine Karte. Ich glaube, dass ich da doch trotzdem ein bisschen mithalten kann. Du musst vielleicht dran denken, meine Main Phase einzuskippen. Ja, das machen wir gleich auf jeden Fall. Gut, dann fange ich doch mal folgendermaßen an. Ich aktiviere den Strand von Kyoto. Ja, das ist cool. So, Strand von Kyoto besagt, jedes Mal, wenn jetzt ein oder mehr Karten vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden, bekomme ich für jede Karte auf sie eine Kaiju-Zählmarke, höchstens aber 5. Und einmal pro Spielzug, solange ich 3 oder mehr Kaiju-Zählmarken auf dieser Karte habe, kann ich mir ein Kaiju-Monster von meinem Deck auf die Hand nehmen, indem ich die halt runternehme. Ah, die muss ich nur draufliegen haben. Ha, genau. Genau. Und falls diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört werden würde, kann ich stattdessen eine Kaiju-Spielmarke runternehmen. Ja. Ist das nicht schön? Ja, wunderschön. So, dann werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde mal 4 Karten verdeckt setzen. Ui. Und ein Monster. Ui. Und dann beende ich meinen Spielzug. Oh. Okay, ja, dann ziehe ich, würde ich sagen. Stamper Phase, dann gehe ich direkt über in die Battle Phase. Genau, dann in Momentphase 1 musst du ja überspringen. Dann würde ich dann direkt angreifen wollen mit, na gut, ich weiß jetzt nicht, was da liegt, ne? Aber ich greife mal an mit dem Erzunterwäldler und dann so ein verdecktes Monster. Du möchtest mein verdecktes Monster angreifen. Dann würde ich gerne was aktivieren wollen, und zwar mein Zwangsevakuierungsgerät. Und mein Ziel ist in dem Fall deine Apollosa, Bogen der Göttin. Das würde ich gerne negieren mit der Infinity-Barriere. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Eine Konterfalle kann ich dummerweise nur weitere Konterfallen anketten. Von daher wird dann die Karte annulliert und zerstört. Und dann geht der Angriff von deinem Erzunterwäldler direkt mal weiter. Und dann rennst du in meinen Graulien-Alligator. Und wenn ein Graulier-Monster durch Kampf zerstört wird, oder in dem Fall der Alligator durch einen Zaubereffekt, dann darf ich eines deiner Monster wählen, es ausrüsten mit in dem Alligator und dann das Monster übernehmen. Und den Effekt würde ich ganz gerne aktivieren wollen von dem Alligator, weil du ihn durch Kampf zerstört hast. Und das aktiviert sich im Damage-Step, ne? Das aktiviert sich während der Schadensberechnung, ja. Aber du die Aktivierung ja annullieren kannst mit Apollosa. Kann ich das ja auch negieren, das würde ich dann, glaube ich, ganz gerne machen. Genau, gut. So, dann hat die noch nicht angegriffen, dann würde ich gerne mit 2400 Punkten direkt angreifen. Also erstmal kriegt die noch einen Zähler. Ja, genau. Sogar 2 Zähler, weil ja die Barriere ja, auch auf dem Friedhof gelegt wurde. Das aktiviert sich auch nicht, das passiert einfach nur. Oh, ich habe eine Handkarte. Stopp, das geht gar nicht. Ah. Darf ich nicht. Sorry. Okay, gut, dann drehen wir dann das. Dann drehen wir um. Du darfst den übernehmen, wolltest du, oder willst du den übernehmen? Also ich wollte ja die Apollosa erstmal zurück auf die Hand zurückschicken und das mache ich dann auch einfach mal. So, dann aktiviert sich jetzt der Effekt von dem Graulien Alligator und ich würde dann den ewig infernalen Erzunterwäldler dann einfach übernehmen wollen. Ja. So, und dann bekomme ich auch nur eine Zählmarke für nämlich das Zwangsevakuierungsgerät. So, dann machen wir alles schön richtig, ne? Mhm. Stimmt, darf auch nicht vergessen, Handkarten sind böse für dich. Scheiße.
Ja, da kann ich erstmal nichts machen, ne? Dann setze ich ein Monster verdeckt. Ja, und beende meinen Zug. Ja, gut, dann ziehe ich. Der bleibt jetzt die ganze Zeit bei dir, oder wie? Der bleibt so lange, wie er ausgerüstet ist, genau. Und wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, wird das ausgerüstete Monster zerstört. Interessant. Bringt aber gerade nicht ganz so viel. Nutze aber die Gelegenheit gerade mal präventiv und aktiviere einfach mal meinen Kräfteraum. Ich zahle 1000 Lebenspunkte und annulliere jetzt die Effekte von sämtlichen Monstern auf dem Spielfeld. Okay. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. So, und dann werde ich jetzt Folgendes machen. Ich gehe mal in die Battle-Phase und greife mit deinem eigenen Monster dein verdecktes Monster an. Dann triffst du den Straßenpatrouille. Okay. Geht ja. Zwei. Ja. Tja, und dann beende ich meinen Spielzug. Ich. Effekte sind negiert, ne? Vom Monster auf dem Spielfeld, ja. Set, ein Monster, go. Dann ziehe ich meine Karte. Och, warum eigentlich nicht? Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Graulian Adler. Der macht im Prinzip das gleiche wie mein Alligator, nur dass er nicht durch, dass er durch Kampf oder einen Monster-Effekt zerstört werden muss, damit ich eins deiner Monster wählen und übernehmen darf. Okay. So, dann gehe ich in die Battle-Phase. Die Echse ist eine Zauberkarte, deswegen wird der nicht annulliert. Der zählt nicht als Monster. Und ich gehe mal in die Battle-Phase und greife mit ewig infernaler Erzunterwälder dein verdecktes Monster an. Torgeld. Die Fremdenführerin aus der Unterwelt. Und dann kommt mein Graudian Adler dich einmal für 1500 Punkte direkt besuchen. Okay. Tja, und dann bist du dran. Puh. Wäre ich mal nicht direkt in den Battlefield gegangen. Ja. Ja, mach. Dann ziehe ich meine Karte. Ich setze eine Karte. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Ja. Und greife mit dem Erzunterwetter dein verdecktes Monster an. Ja, der fragt gerade. Schwupp, dann geht ihr auf 4 hoch. So, dann greife ich noch mit dem Kraul den Adler deine Lebenspunkte direkt an. Okay. Dann gehe ich in die Main-Phase 2 und möchte gerne den Effekt von Strand von Kyoto ganz gerne einmal nutzen und mir einen Kaiju von meinem Deck auf die Hand nehmen, wenn du nichts dagegen hast. Okay. Dann suche ich mir... Ich suche mir Radian, den Kaiju der Multidimensionalität. Ja. Puh. Dann ziehe ich ja. Standby Main. Ja, der zahlt eine weitere Karte für den Innenanzug. Ich ziehe meine Karte. Jetzt kommt's. Spiegelkraft. Ja, dann mache ich es doch einfach kurz und knackig und gehe einfach mal in die Battle-Phase. Ja. Greife mit dem Erzunterwetter deine Lebenspunkte direkt an für 1800. Okay. Was ist denn mit deinem Zerreißen? Fragezeichen. Ah, ich dachte, ich bräuchte nur, ich bräuchte auch einen auf dem Feld. Ja, das mache ich gleich. Ich wollte das noch ein bisschen aufbewahren. Gut, dann greife ich dir mit dem Grauen Adler dich auch nochmal direkt an für 1500 Punkte Schaden. Ja, dann aktiviere ich das Zerreißen. Ja. So. Ich hätte ganz vergessen. einen in deinem Friedhof und fände aus dem Spiel. Ich entferne jetzt einen aus dem Spiel, nämlich den. Eins von den beiden Druckbildern. Die kannst du sowieso nicht vom Friedhof wiederbeleben. Genau, richtig. Deshalb würde ich gerne den grauen Alligator zerstören. Ja. Damit ich dann zumindest meinen Essen wieder zurückkriege. Nee, der wird zerstört. Wenn der Alligator zerstört wird, solange er Monster ausrüstet, dann wird der Monster auch zerstört. Ja, okay. So, und ich kriege jetzt meine Zähler auf 5 hoch. Dann gab's ja weiter an, ne? Ja. Gut. Dann geht man einfach mit dem Adler weiter und dann bist du dran. Normal schwöre den Danger Bottenmann. Oh, süß. Ja. ich glaube, ich will den Adler nicht angreifen. Du darfst. Alles klar, dann ziehe ich meine Karte. Du willst meinen Adler nicht angreifen. Das ist ein belastendes Spiel. Du dezent. Gut, dann machen wir Folgendes. Ich biete einmal deinen Gefahr-Mottenmann als Tribut und beschwöre dafür den Radian, den Kaiju der Multidimensionalität auf deine Spielfeldseite. Und weil du passenderweise jetzt ein Kaiju-Monster kontrollierst, darf ich ein weiteres Kaiju-Monster als Spezial beschwören, nämlich meine Dogoran, den Kaiju der verrückten Flamme. So, dann möchte ich jetzt ganz gerne... Das Coole ist, die haben noch Effekte, wenn ich Kaiju-Spielmarken habe. So. Da
Das ist cool. Ich kann jetzt den Effekt von Dogoran nutzen. Wenn ich nämlich drei Kaiju-Spielmarken von irgendwo von der Spielfeldseite entferne, kann ich alle deine Monster zerstören, die du kontrollierst. Und den Effekt würde ich ganz gerne einmal aktivieren wollen. Ich entferne drei Kaiju-Spielmarken von meinem Strand von Kyoto und will gerne alle deine Monster zerstören wollen. Natürlich nicht so cool. Der Radio, der kann irgendwie Token beschwören, ja, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ne? Und nicht mal als Glück-Effekt. Also gut. Aber der ist doch negiert durchs Rüden noch nicht. Stimmt. Dann bleibt er sogar liegen. Hast du sogar Glück gehabt. Gut, die Spielmarken muss ich ja trotzdem entfernen. Habe ich nicht selbst aufgefasst. Also ist aber in Ordnung. Weil ich mache das nämlich jetzt folgendermaßen. Ich gehe voran. Ich gehe in die Battle-Phase. Das passt nämlich auch noch genau. Ich treffe mit dem Grau den Adler an. Er wird dann zerstört. Ja. Dann bekomme ich erstmal die 1300 Punkte Schaden. Das wollen wir nicht vergessen. Achso, ich dachte, du warst andersrum an. Ich greife erstmal nee. Ich will das viel witziger machen. Ich greife ihn an, kriege 1300 Punkte Schaden. Dann aktiviert sich der Effekt von Graulian Adler und rüstet jetzt einmal den Radian aus, indem ich ihn halt quasi wähle. So. Und dann bekomme ich ihn auf Kommst du den, dann darfst du mich noch angreifen. Genau, und dann greife ich dich jetzt mit Dogoran einfach direkt an für 3000 Punkte Schaden. Puh. So. Dann. Ja, mit dem Kräfteraum muss man ein bisschen aufpassen. Sogar ich selber. Ja, da denkt man auch nicht so dran. Nein, nicht wirklich. Ja, damit steht es 1-0. Danke, Enrico. Ja, ging so. Hätte besser laufen können. War irgendwie komisch gespielt. Nein, endlich der Golden Boy. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir ewig Infernal im Stream haben. Ist auch kompliziert genug. Genau, jetzt 180 Zuschauer. Ah doch, nee, 185. 186. Ja, sehr gut. Die Leute kommen so langsam hier rein in den Genuss. Die freuen sich auf das zweite Duell. Ach nee, dann fange ich nochmal an auf jeden Fall. Sehr weil es gerade so gut geklappt hat. Sehr gerne, dann zeig uns doch mal, was dein ewig Infernal-Deck so hat. Ich hoffe, ich kann es zeigen. So, ne? Also ich werde dich nicht dran hindern, keine Sorge. Also Handfallen brauchst du bei mir nicht fürchten. Okay. Dann beschwöre ich, die Fremdenführerin aus der Unterwelt aktivieren in Effekt. Ja, das darfst du sehr gerne. Ich habe mir ein Level 3 Monster als Bezauberung von meinem Deck. Solange es ein Unterwelt Monster ist. Genau, ein Unterwelt Monster. Ja, na dann. Dann beschwöre ich direkt den Totenbeschwörer aus meinem Deck. Ja. Weil er ein Level 3 Unterwelt ist. Rein zufällig. Linke ich beide weg in Cherubini, den schwarzen Engel des brennenden Abgrunds. Was macht denn der gute Cherubini? Der kann ein Level 3 Monster von Deck auf den Friedhof legen. Basically. Und dann kann er sich selber noch um die Angriffspunkte pushen und die Monster, die in seiner Zone liegen, kann er zu beschützen. Aber das ist erstmal egal. Okay. Das Wichtige ist erstmal, dass er ein Level 3 Monster vom Deck auf den Friedhof legen kann. Gut. Möchtest du den Effekt aktivieren? Muss ich kurz überlegen. Ich habe wieder das Problem, dass ich jetzt zu viele Monster auf der Hand habe. Den. Genau, mit habe ich natürlich wieder schon. Und danke für das Abo, Assassinator 0609. Setze eine Karte verdeckt auf jeden Fall. Aktiviere ich seinen Effekt auf sich selber. So, wenn ich jetzt den reinlege, dann sucht der mit den, dann habe ich die beiden weg, dann lege ich die beiden weg. Dann hätte ich doch Kombo, dann habe ich Kombo. Wow. So, also ich lege jetzt den teuflischen Nashornkrieger von meinem Deck auf den Friedhof. Der hat den Effekt, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, darf der ein Unterweltler? Mhm. Ein Monster von dem Unterwelt darf den Deck auf den Friedhof legen, dann wähle ich die Erzunterwälder Thronerben und wenn die durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, darf ich mir einen Erzunterwäldler aus meinem Deck suchen. Okay. Und das wäre in dem Fall mein ewig infernaler Erzunterwäldler. Na, so ein Zufall. Zufall. Genau. Darfst du eine Erzunterwäldlerkarte vom Deck suchen, ja? Genau. Außer die Thronerben selber. Ja, das habe ich nicht vor. Dann aktiviere ich den Effekt vom Defrag-Drachen und beschwöre ihn als Spezialbeschwörung, indem ich einen Monster meiner Hand auf den Friedhof lege. Ja. Nämlich die Stygianische Straßenpatrouille. Mhm. Dann aktiviere ich den Effekt von meinem zweiten Defrag-Drachen, indem ich den Erzunterwäldler discarde. Okay, und der Effekt ist auch. Hoffentlich nicht mal bitte. Nee, der zweite Effekt ist tatsächlich. Nee, du kannst ihn aber pro Spiel sogar so beschleunigen, das steht direkt im zweiten Satz. Hast du dann, indem du ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof löst? Ja. Darfst du nur einmal pro Spiel sogar auf diese Art beschleunigen? Ja, okay, sorry. Dann kann ich das natürlich nicht machen. Kein Problem.
belastend. dann mit dem könnte ich natürlich den Erznumwettler holen, aber dann hätte der natürlich keinen Effekt, weil ich noch einen Defrachtdrachen auf der Hand habe. Ja. Es gibt Mittel und Wege. Es gibt Mittel und Wege, das stimmt. Dann ich die beiden weg. Den Barrikadburg locker. Ja, und wenn der beschworen wird, kannst du eine Handkarte abwerfen und während der Endphase eine Spielfeldzauberkarte oder permanente Zauberkarte vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Richtig. Dann, weil ich jetzt keine, also nur noch den Ärztenwelt in der Hand habe, aktiviere ich den Effekt von der Straßenpatrouille. Spüre einen Ärztenwelt aus meiner Hand Spezialbeschwörung und aktiviere seinen Effekt. Genau, den kannst du vom Friedhof verbannen, um einen Unterwäldler mit 2000 oder weniger Angriffspunkten aus der Hand zu beschwören. Richtig. Das ist okay. Und mit dem Effekt des ewig infernalen Erzunterwäldlers suchst du dir wieder eine Erzunterwäldlerkarte, eine ewig infernalen Karte, so. Genau. So, ich würde jetzt ja theoretisch den zurückholen, dann... Link 4 brauche ich. Och Mann. Ich möchte mir eigentlich Mirage holen. Der holt den zurück. Den auch wegkriegen muss ich den. Hm. Ich suche mir Launcher, I guess. Ich suche mir Launcher. Okay, die Startrampe soll es also sein. Die Startrampe soll es sein. Aktiviere ich mal direkt? Ja. So, dann aktiviere ich die Nachfolge des Weltvermächtnisses. Das kann ich in eine jetzt Linkzone von einem jetzt Linkmonster, was ich kontrolliere, ein Monster von meinem Friedhof in Verteidigungsposition beschwören. Kann sogar einen Angriff. Ja. Ich hab gelogen. Und ist der noch nicht benutzt, dann würde ich gerne. Die beiden weglenken. Kürzer aus. Effekt von dem Totenbeschwörer. Ja. Auf Erzunderwächter. Effekt Erzunderwächter. Ja. Und du suchst dir wieder eine ewig infernale Karte. Richtig. Jetzt kann ich mir Patriarch suchen. Habe ich nämlich noch gar nicht. Streich nämlich jetzt auch Karten, also jetzt Monster im Friedhof. So, Effekt Patriarch zum Spezialbeschwörung. Ja. Overlay mit Erzunderwäldler into Gars. Ja. Natürlich jetzt auch erst die beiden wegklinken. Ja, nee. Die beiden into Erzunderwäldler. Jetzt muss ich wieder in mein nächstes Mainphase 1 skippen. Und dann triggert wieder der. Suche mir noch eine ewige Finalkarte. Ja. Jetzt mal suche ich mein Druckbild. So, jetzt habe ich genügend Monster zum Weglinken into Sayuya. Link 4 into Sayuya. Ja. Dann Effekt zum Beispiel schon aus der Hand into Druckbild. Dann Effekt Druckbild, um sich zu tributen, um zwei ewigen Finale von meinem Friedhof zurückzuholen. Ja. Dann Effekt Erzunderwäldler. Und da geht der Wombo-Kombo-Spaß wieder los. Yay! Richtig. So, die Frage ist, was kommt jetzt als nächstes von den ewig Infernalkarten? Richtig. Mir eigentlich den suchen. Ich muss erst das zweite Togbild holen. Den habe ich noch nicht benutzt, ne? Den hast du noch nicht benutzt, nein. Kann ich ja nicht vom Video zurück, das ist das Problem. Das ist richtig. Aus den beiden in den 2 gehen. Die habe ich noch nicht benutzt, das heißt, ich hole den eher zurück. Ja, ich suche mir erstmal eine Barriere, die ich setzen kann. Okay. Dann linke ich die beiden weg. Ja. Gut, den Effekt kannst du nicht aktivieren, weil du keine Handkarten hast. Den habe ich ja eh nicht vor. Ja. Wieder sein Effekt. Ja. Und zurück. Effekt. Jetzt suche ich mir das zweite Druckbild. Ich sehe die nächste Link 4 incoming. Ja, interessant, Julia.
In den 6 spielt man auch 3 Sayuya, überraschenderweise. So eine Überraschung. Dann Effekt von Sayuya, um das Druckbild zurückzubeschwören. Effekt Druckbild, um wieder zwei infernale Monster vom Friedhof zu holen, genau. Effekt Erzunterwäsche. Ja, versucht ihr dann wahrscheinlich die nächste Barriere, habe ich so das Gefühl. Na, nee, noch nicht. Noch nicht? Nee. Den Effekt vom Launcher habe ich noch nicht aktiviert zum Discarden, ne? Den hast du noch nicht aktiviert, nein. Würde ich gerne den ewig infernalen jetzt recht haben wir auf die Hand suchen. Okay, was macht denn der Kollege so? Der ist einfach nur ein Level 1 Tuner eigentlich. Und den kannst du vom Friedhof spezial beschwören, sollte ein Monster außer der Rächer durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt werden. Solange du keine Handkarten hast. Okay. Richtig. Und da wird die Stufe von dieser Karte zur Stufe des zerstörten Monsters. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, in Ordnung. Ja. Das ist erstmal egal. Ich aktiviere nämlich den Effekt von der Startrampe, um den auf den Friedhof abzuwerfen. Okay. Aktiviere ich den Effekt vom Totenbeschwörer, um den zurückzuholen. Dann mache ich eine Synchro 8. Oh. Synchro Action. In den 100-Eurigen Drachen. Gut, und der bekommt erstmal 800 Angriffspunkte durch den Effekt von Saruya. 300, ne? 300 Punkte, ja, Entschuldigung. Dann hat der den schönen so Effekt, der kann eine ich jetzt ewig infernale Karte aus meinem Friedhof jetzt wählen und den Effekt so kopieren. Das würde ich gerne das Druckbild nehmen, das zu verbannen durch den Effekt. Und dann kriegt er den gleichen Effekt wie das Druckbild. Mhm. Kann sogar ein beliebiges Finsternis-Effektmonster auf Stufe 6. Finsternis-Effektmonster. Ja, alles gut. Ich würde sonst nichts anderes wählen wollen. So, bis zur Endphase behandelt den Namen dieser Karte als den Namen des Monsters und diese Karte erhält denselben Effekt wie das Monster, solange sie offen auf dem Spielfeld liegt. Genau. Und wenn sie zerstört oder auf den Friedhof gelegt wird, darfst du dir ein erdgebundenes und sterbliches Monster suchen. Aber das ist wahrscheinlich eher für dich irrelevant. Ja, das brauche ich nicht. Gut. Dann hat der jetzt den gleichen Effekt wie das Druckbild. Das heißt, ich würde ihn jetzt so tributen. Ja. Und zwei ewig infernale Monster von meinem Friedhof zurückholen. Mhm. Welche beiden könnten das wohl sein? Natürlich den Effekt vom Erzunterwäldler. Ja. Und dann kann man sich langsam mal ein paar Traps suchen. Sonst habe ich auch keinen Tank mehr. Ich suche jetzt als erstes mal den Break, weil den vergisst man nämlich sonst. Mhm. Jetzt sehen auch direkt. Das gute alte Zerreißen. Genau. Weißt du, was lustig ist hier? Jetzt kann ich nämlich den Effekt von dem wieder aktivieren, wieder den holen und noch eine Achter-Synchro machen. Oh, ist das scheiße. Da geht der Spaß weiter. Zweite 100 eingetragen. Hat wieder seinen Effekt, um das Tugbild zu verbannen. Dann hat er den gleichen Effekt. Tribute den, hole dann nochmal Erzunderwäldler und Totenbeschwörer zurück. Aktiviere den Effekt von Erzunderwäldler. Das kann man ewig so weitermachen. Fast. Nein, also man hat irgendwann natürlich. Man kann es nicht, man kann es zwar nicht. Das fällt ewig, natürlich da. Das heißt zwar ewig infernal, aber man kann es nicht ewig so weitermachen. Funkick. So, jetzt haben wir das zweimal jetzt resolved. Dann können wir jetzt nochmal den Effekt von Totenbeschwörer aktivieren und den Rächer zurückholen. Jetzt mache ich keinen dritten jetzt 100-Eugen Drachen, sondern den Kalivalade-Wilddrachen, der natürlich auch ganz cool ist. Oh. Weil der kann sich jetzt ausrüsten mit einem jetzt linken Monster aus meinem jetzt Friedhof und dann darf der kriegt er dementsprechend jetzt Kaliberzählmarken und kann Sachen negieren. Gut, also das heißt, man kriegt erstmal 4 Kaliberzählmarken. Außerdem bekommt er durch den Effekt von Saruya erstmal 300 Angriffspunkte oben drauf. Plus nochmal weitere 1400 Angriffspunkte, weil nämlich die Hälfte der Angriffspunkte des linken Monsters, mit dem er ausgerüstet ist, bekommt er auch nochmal oben drauf. Richtig. So, dann aktiviere ich den Effekt von der Startrampe. Ach, den hast du ja auch noch, richtig. Richtig. Kann mir 2 ewig infernale Monster von meinem Friedhof zurückholen. Erzunterwäldler und Totenbeschwörer, Effekt Erzunterwäldler, um mir noch eine Karte zu suchen. Ja. Und danke für das Abo, Piru. Oder Piru. Da ist die letzte Barriere. Ich bin gleich fertig. Das sagen sie alle. Setze die Karte natürlich auch direkt. Dann Totenbeschwörer ist noch nicht benutzt. Das heißt, ich würde jetzt... Da fehlt ein Monster, ne? 1, 2, 3, 4. Ich habe die Lix 2 ist schon zu früh benutzt, muss ich ehrlich sagen. Ist ein bisschen belastend. Puh. Das ist jetzt komisch. Kein Link 2 mehr. Tja, trotzdem nicht zu verachten, das Feld, würde ich mal behaupten. Ich würde ja gerne noch in Apollosa gehen, aber geht ja nicht. Tja, aber die Barriers alle tot zu haben, dafür in Apollosa ist jetzt auch nicht so. Aber ich habe den ja, ich kann den ja auch einfach. Darf ich noch einen Angriff beschwören? Hätte. Eigentlich nicht, ne? Ja, Kompromiss zu spät. Eigentlich nicht, ne? Ich hätte ihn ja auch in Angriff beschwören können. Ja, okay. Ist egal, du darfst. Ich darf?
Ja, du darfst. Wahnsinn. Mal gucken, was ich noch so alles darf. Ich ziehe erstmal den Karte. Wie viel du darfst. Genau, das ist ja die große Preisfrage, was ich so alles darf. Ein bisschen was darf ich noch. Mal gucken. Als erstes Mal möchte ich gerne ein Kaliberlade Wilddrachen als Tribut anbieten. Dafür bekommst du von meinem Radian den Kaiju der Multidimensionalität. So, schon mal die erste. Aber der kriegt auch 300 Angriffspunkte dazu. Der bekommt auch 300 Angriffspunkte, zwangsläufig, weil er in eine Zone kommt, in die der gute Saruya zeigt. Richtig. So, dann als nächstes rufe ich als Spezialbeschwörung meinen Dogoran, den Kaiju der verrückten Flamme, weil du nämlich ein Kaiju-Monster kontrollierst. Hätte ich noch, heute noch hier. Hätte ich jetzt machen sollen, habe ich jetzt verpennt. Aha, ist passiert. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, halb so wild. So, dann würde ich ganz gerne auch direkt mal in die Battle-Phase gehen wollen, wenn das für dich okay ist. Ja, das ist okay. Gut, und dann greife ich mit Dogoran aber den ewig infernalen Erzunterweltler an. Das ist an sich, ist erstmal die Angriffsdeklaration in Ordnung. Wenn er zerstört werden würde, würde ich den Patriarchen aus meinem Friedhof zu verbannen, damit er nicht durch Kampf zerstört wird. Gut, aber die 1200 Punkte Schaden bekommst du trotzdem zugefügt. Das Richtig. Kannst du leider nicht verhindern. Uhahaha. So. Das kann ich mir schenken. Was ich aber machen kann, ist in der Main-Phase 2 erstmal eine Monsterkarte zu setzen. Dann setze ich noch eine weitere Karte. Hm. Ja, das lohnt sich vielleicht noch. Ich muss gleich meine Manfest wieder skippen. Genau, wir dürfen den Effekt von Dukaris nicht vergessen. Mache ich das? Hilft ja alles nichts, ne? Hm. Ich aktiviere unterbrochener Kaiju-Schlummer. Das heißt, ich würde jetzt alle Monster auf dem Spielfeld zerstören wollen und anschließend auf unseren beiden Spielfeldseiten jeweils einen Kaiju beschwören in Angriffsposition. Würde ich dann die Barriere gegen aktivieren. Gut, das heißt, die Aktivierung wird annulliert, meine Karte wird zerstört und auf den Friedhof gelegt, weil du keine Handkarten hast und weil du eine ewige Infernale und seine Angriffsposition kontrollierst. Richtig. Passt für mich. Tja, dann beende ich meinen Spielzug. Drawphase? Mhm. Standbyphase? Main-Phase musst du überspringen. Ab in die Battle-Phase mit dir. Die würde ich ganz gerne. Ich habe nämlich Schiss vor den Graulien-Monstern. Weiß nicht, ob ich da überhaupt angreifen will. Hat er Angst. Hat er ganz viel Angst. Ich habe echt Angst. Meine Barriers sind alle tot. Fürchte dich. Ich glaube, ich kann mit dem Kaiju über den Kaiju rennen. Das geht, glaube ich, oder? Das müsste, glaube ich, kein Problem sein. Der hat 100 Punkte mehr. Möchtest du also mit dem Radian angreifen? Ja, ich möchte mit dem Radian über deinen Dogoran rennen. Gut, dann aktiviere ich meine Graulien-Spaltung und wähle meinen Dogoran als Ziel dafür. Das bedeutet, er bekommt 500 Angriffspunkte obendrauf. Das mache ich ganz gerne auch während der Schadensberechnung. Sonst nichts? Ich kann sie zusätzlich, das ausgerüstete Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet, auf den Friedhof legen, es zerstören. Und dann darf ich mir zwei Graulier-Monster mit unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören, aber sie werden während der Endphase zerstört. Aber das ist erstmal jetzt nicht gerade relevant. Es geht mir erstmal nur um die 500 Angriffspunkte, die mein Monster oben drauf bekommt. Diese Karte zerstört. Achso, du kannst quasi jetzt weglegen und dann so zu Hause wegholen. Genau. Okay. Das heißt, meiner stirbt, weil der 500 Push hat, dann ist deiner bei 3500. Das heißt, du meiner ist bei 3,1, ich nehme 400 Punkte Schaden. Richtig. Dann gehe ich in die Manifest 2. Ja. Aber schwöre meine Tourguide vom Landworld. Und das ist erstmal soweit in Ordnung, das darfst du machen. Aktivieren Effekt. Ja. Schwöre mir eine weitere Tourguide. Kann man machen. Die haben beide 300 Angriffspunkte oben drauf. Ja, das wird die gehen. Die werden wahrscheinlich sowieso nicht lange bleiben, aber trotzdem, genau. Der Vollständigkeit halber durch den Effekt von Saruya. Richtig. Ich hab noch ein Leben. Ja. That place. Ich hab keine Handkarten. Ah. Also, was brauche ich denn erstmal jetzt nicht, ist die Frage. Kann Saruya liegen bleiben? Eigentlich schon, ne? Loser für 4. Klingt erstmal verlockend. Mit Push ist gut. Also, ich link die beiden. Die Monster müssen aber unterschiedliche Namen haben für Apollosa, ne? Ja, das weiß ich. ich wollte es nur gesagt haben. Ja, das wird ein Problem. Ein klitzekleines Problem. Aber ich kann Alivia bauen, das ist ja kein Problem. Das geht natürlich auch. Dann Effekt aktivieren. Levia, der Meeresdrache. Du hängst ein Material ab und darfst ein verbanntes Monster der Stufe 4 oder niedriger Spezial beschwören. Richtig. Klingt fair. Finde ich auch gut. Hallo, ewig infernales Trugbild. Ah,
Devil. Schwierig, schwierig. Sayuya. Sayuya oder Devian? Tja. Sayuya ist größer, ne? Tendenziell erstmal schon. Und dann kommt Apollosa nochmal 300 Punkte oben drauf. Das heißt, die ist jetzt bei sage und schreibe 3500. Effekt von Druckbild? Ja. Effekt ernst? Ich habe keinen Target mehr im Deck. Hast du noch was zum Suchen für den Erzunterwäldler? Das ist jetzt die große Preisfrage. Darf ich noch kurz gucken? Ja, also auf dem Turnier dürft ihr jetzt normalerweise halt nicht nachgucken und kontrollieren. Das ist halt nicht ab. Man sollte normalerweise. Dadurch ist ein Totenbeschwörer gerade. Gut, wenn du ein legales Ziel hast, dann kannst du den Effekt natürlich aktivieren. Richtig. Also zur Erklärung: Grundsätzlich, wenn man einen Effekt aktiviert, muss man auch vorher sicher sein, dass man den Effekt auch auflösen darf. Beispielsweise bei solchen Sucheffekten ist es halt so, dass ich den dann nur aktivieren darf, wenn ich weiß, okay, ich habe noch ein legales Ziel. Einfach mal eben kurz nachgucken, dürft ihr im Regelfall nicht, weil normalerweise solltet ihr euer Deck halt so gut kennen, dass ihr auch wisst, ob ihr diesen Effekt noch auflösen dürft. Dann gibt es im Regelfall halt eine kleine Verwarnung dafür, wenn ihr den Effekt dann doch nicht auflösen könnt. Mhm. Kann man aber halt vermeiden, indem man einfach sagt, okay, ich weiß, dass ich diesen Effekt nicht mehr auflösen kann. Von daher, da am besten ein bisschen aufpassen und gucken. Habe ich den Effekt von Sayuya? Ja. Ich habe einfach keine Sachen mehr im Extra-Deck, das ist das Problem. Alles schon aufgebraucht. Aber sowas von. Drei Karten. Das schaffen sonst so Spieler, die ja Top für der Extravaganz oder sowas spielen. Ja, das ist Effekt-Totenbeschwörer. Ja. Den weglinken. Nee, das ist egal. Bei der Synchro kann ich auch anders nehmen. Synchro ist flexibel, ja. Synchro ist wieder flexibel. Das ist mit den neuen Regeln ein bisschen. Herold. Ja, hier rollt das Bogen nichts. Uff. Ich glaube, dann bin ich fertig. Mach mal. Mach mal, sagt er. Ganz frech. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. So, wie war das bei dem Herold? Der kann auf die Aktivierung nur, wenn er jetzt oder Falle oder ein Monster-Effekt aktiviert wird. Okay, das heißt, den Effekt, den ich jetzt als nächstes mache, kannst du nicht verhindern. Ich aktiviere den Effekt von meinem unterbrochenen Kaiju-Schlummer. Ich verbanne ihn aus dem Friedhof, womit mir ein Kaiju-Monster von meinem Deck auf die Hand nehmen. Weil es ein Effekt ist, naja. Genau, weil es ein aktivierter Effekt ist, aber nicht deaktiviert meine Zauberkarte. Deswegen kann da der Herold des Bogen nicht dazwischen funken. So, was suchen wir uns denn mal Schnuckeliges? Glaube, ist das nochmal so, war das hier der Würfel für die 300 Punkte oder ist das der Würfel für die drei Materialien? Genau, die 300 Punkte von dem Sayuya plus nochmal die vier Materialien, die du für die Beschwörung benutzt hast. So, dann machen wir das so kenntlich. So, und ich suche mir dann inzwischen den Gammes hier. Ja. Die Frage ist, ob ich jetzt an dem Board noch durchkomme. Aber ich bin zuversichtlich. Vor allem ich auch noch ein paar Optionen habe. Ach so, den habe ich auch noch. Stimmt. Das könnte natürlich auch witzig sein. Aber alles schön der Reihe nach. So. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich würde gerne deinen Apollosa-Bogen der Göttin einmal als Tribut anbieten wollen. Und dafür bekommst du dann von mir einmal den Gammes-Heal, den Kaiju der Meeresschildkröten spendiert. Ja. Das gilt nur für Monster, die von der Hand oder vom Feld, von Deck auf den Friedhof gelegt werden, dass die verbannt werden. Vom Feld auch? Nee, vom Feld nicht. Ja. Monster. Von der Hand oder vom Main-Deck auf den Friedhof gelegt werden. Vom Feld? Okay. Ja. So. Ja. So, jetzt ist die Frage, den Patriarchen hast du nur einmal drin, um den von der Zerstörung zu schützen. Ne? Das ist schon mal schön. Dann kann ich jetzt erstmal zwei Baustellen nacheinander quasi abgrasen. Dann mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich gehe einfach mal in die Battle-Phase. Und da würde ich ganz gerne mit meinem Dogoran einmal den ewig infernalen Erzunterwäldler angreifen wollen. Der ist vor nichts beschützt, dein Dogoran, ne? Nö, das nicht. Verdammt, da war ja was. Ja, würde ich dann gerne ein ewig infernalen Monster aus meinem Friedhof entfernen und den Kaiju gerne zerstören.
Verdammt. Da war ja was, das ein guter alter Zerreißen. Es zerreißt mich förmlich. 2, 1. Shining Darkness. Das ist irgendwie witzig. Ich glaube, das mache ich einfach mal ganz stumpf. Einfach, weil ich Spaß dran habe. Okay, jetzt kommt noch ein Kaiju. Ich flippbeschwöre meinen Graulian Adler. Okay. In der Main-Phase 2. Und dann rufe ich als Normalbeschwörung meinen Graulian Schleim Junior. Seinen Effekt möchte ich aber nicht aktivieren. Mhm. Ich dürfte jetzt normalerweise ein Graulian Monster in meinem Friedhof wählen. Für den Rest des Spielzugs dürfte ich nur noch Wassermonster beschwören. Und dann dürfte ich noch ein Aquamonster mit dem gleichen Level von dem Monster, das ich gerade vom Friedhof gewählt habe. Also das Monster vom Friedhof beschwören und das Monster auch noch ein gleiches Monster mit der gleichen Stufe von der Hand beschwören. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich mache stattdessen einfach nur eine Synchro 5. Synchro 5, was kommt denn jetzt? Verbündeter der Gerechtigkeit Katastor. Das ist cool. So, dann werde ich noch eine Karte verdeckt setzen. Und dann wende ich meinen Spielzug. Okay, dann ziehe ich. Ja. Memphis? Ja. Aber ich schwöre die Stygianische Straßenpatrouille. Mhm. Ich habe noch Push, 200 Punkte. Mhm. Durch den Effekt von Saruja. Katastor war alles, was nicht dark ist, ne? Genau, alle genau. Monster, nicht Schatz, okay. Genau, also wenn ein Katastor gegen ein nicht finsternes Monster kämpft, dann wird es am Beginn der Schadensberechnung zerstört. Mhm. Also, nee, zerstört ist ohne die Schadensberechnung durchzuführen, also von daher kommen wir gar nicht mehr in den Damage statt rein. Den habe ich noch nicht benutzt, ne? Stimmt, du hattest nur den anderen benutzt, den du vorhin weggelegt hattest, wegsynchronisiert hattest. Dann mache ich jetzt einen Link beschwören. Mhm. Jetzt ein Würfel. für die 3. Mhm. Hey, ich krieg mein Gammes hier wieder. Einhorn, das kriegt dann auch 300 Punkte Push. Mhm. Und es ist ein Dark Monster. Oh nein! Oh nein! aktiviere ich den Effekt vom Totenbeschwörer. Mhm. Ja, der kann ein Monster zurückholen, aber nicht Totenbeschwörer. Das war das Problem, sonst hätte ich Totenbeschwörer zurückgeholt. Ich dachte, irgendwie. Gut. So, dann Battleface. Ja. Angriff mit Einhorn auf den Katastor. Der hat normalerweise 2500 Punkte, das heißt, ich bekomme 300 Punkte Schaden an der Stelle. Schade. Ja. Dann greife ich an mit 2100 von dem Erzunterwelt, glaube ich. Ja. 2,8 von Zalua. Mhm. Und 300 von Totenbeschwörer. Süß. Ich doch den Herald meinen Angriff gelegt. Dann darfst du. Alles klar, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Setze eine Karte. Du bist dran. Okay, nice. Setze eine Karte. Mhm. Effekt vom Totenbeschwörer. Ja. Ich hol mal zurück. Nicht mehr so viel. Die Auswahl ist gering. Ja, dann sitzt wohl der Rächer. Wird null. Ja. Ja, besser als nix, ne? Komm, jetzt noch eine Synchro 8. Hast du noch einen? Nee, ich hab nur noch einen Sayuya, einen dritten. Kann man auch machen. Mit dem... Ne, das macht nicht viel. Ich gehe in die Battle Fest. Ja. Angriff mit 2,8. Ja, das reicht schon. Reicht schon, alles gut. Noch ein. Hat er noch das eine finsternes Monster, was stark genug werden konnte? Ja. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte damit... Ja, das Einhorn hat mich gerettet. Schade, ich dachte, ich könnte dich damit rauslocken. Hätte ja sein können, naja. Tja, 1-1. Ah, das war jetzt die Kombo, wie sie funktionieren sollte. In Game 1 war die irgendwie komisch. Tja, soll schon mal vorkommen. Gerade im Stream ist man ja auch immer so ein bisschen jetzt nervöser, als wenn man so zu Hause so spielt. Ne? Oder wenn jetzt, man du bist doch mittlerweile Veteran, was du als Stream an. Ja, trotzdem. Ne? Also so eine gewisse, man muss ja auch irgendwo gucken, einen Leute zu, ist ja nicht normal. Ne? Also, wenn du bist Turnier, Veteran. Wenn du auf dem Turnier bist, dann gucken die Leute auch zu. Also. Ja, aber da merkt man das nicht so. Ne? Das ist natürlich schon... Okay. Mit den Kameras und so. Mit dem, ja, die blendet man ja mittlerweile Licht raus, oder? Ja, so schon. Also auf jeden Fall ein sehr cooles, spannendes Match auf jeden Fall bisher. Ja. Steigen wir mal in die dritte Runde ein, würde ich sagen. Bis ich erstmal auf die Kombo so gekommen bin, ne? Boah. Ja. Und ich lasse dich auch anfangen. Ja. Lass da mich anfangen. Oh, ich glaube, ich habe eine gute Hand. Normalerweise höre die Tourguide aus der Unterwelt. Ja, einmal Fremdenführung vom Feinsten. Genau. Den Totenbeschwörer, wo ist er denn? Da ist er.
Turgan ist echt eine gute Karte. Absolut. Link 2 in Cherubini, den schwarzen Engel des Brennenden Abgrunds. Mhm. Dann würde ich auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ein bisschen was setzen. Schon mal präventiv. Ja. 4 Set. Ja. Dann, wenn ich jetzt den rein, ich suche ich den, kriege ich dann aus der Hand in den Friedhof. Ich muss davon reinlegen. Effekt Cherubini. Auf dich selber. Das heißt, du lässt jetzt einen Unterwettler wieder auf den Friedhof legen, ein Level 3. Und dann anschließend brennenden Abgrundmonster die Angriffspunkte und Verteidigungspunkte oben drauf geben. Genau, kriegt er 1400 Punkte dazu durch den teuflischen Nashornkrieger und dann aktiviert sein Effekt und legt mir ein Unterweltler-Monster vom Deck aus dem Friedhof. Mhm. 18. Haufenweise Unterweltler. Der hat jetzt 1,7 Angriff, ne? 1,9 sogar. 1,9. Ja. Ja. So, dann aktiviere ich die. Bleibt der liegen? sonst speichern wir das mit dem Würfel drauflegen. Damit. Ja, der bleibt erstmal liegen. Aber okay. Ich würde mir jetzt Zero, jetzt Max aktivieren, die Infernity Reborn. Okay. Und die hat noch die besondere Fähigkeit, wenn ich eins so zurückhole, muss ich alle Monster so zerstören, die wenig Angriffspunkte haben. Aber da ich ja den Totenbeschwörer zurückhole, der 0 Angriffspunkte hat, ist das. Sie darfst du nur aktivieren, wenn du keine Handkarten hast. Du darfst ein ewig Infernalmonster vom Friedhof beschwören und dann alle Monster zerstören, die weniger Angriffspunkte haben als das beschworene Monster. Und das du jetzt. Ja. Der ist ja eh größer. Ja. Also egal, ob der Push hat oder nicht. Ja. Dann Effekt Totenbeschwörer, holt Erzmann zurück, Effekt Erzmann wieder klar. Such dir eine ewige Infernalkarte. Yay! Da, 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 da. Trugbild ist immer gut. Das ist ja auch so gut, dass sie jetzt Briefing jetzt gekriegt hat im Maximum Gold. Ne? Das ist, ja. Die war sonst echt teuer, weil die hat ja immer nur einen Print. Und ja. Sayuya? Ja. Dann Effekt Sayuya, um das Trugbild zu beschwören. Effekt Trugbild, um wieder die ewigen Finalmonster zurückzuholen. Mhm. Effekt R. Effekt vom Erzunterwettler. Ja, jetzt darfst du dir wieder eine Erzunterwettler, eine ewige Infernalkarte suchen. Genau. Patriarch. Effekt Patriarch. Mhm. Patriarch Monster im Friedhof. Muss ich mal checken. Das war ganz wichtig, sonst funktioniert der Effekt von Lugaris halt nicht. Ja, ja. Lugaris. Mhm. Ich möchte jetzt die beiden auch schon mal kurz weglenken. In Barrikadbord. Da kann ich nämlich den zurück und mit den zurück. Ja. Links zwei Beschwörungen. Barrikadbord, Blocker. Jawohl. Effekt Lugaris? Ja, du hängst also zwei Materialien ab, um ein Monster vom Friedhof zu beschwören. Dafür überspringst du die nächste Mainphase 1. Jo. Effekt. Ja. Effekt. Ja. Ja, man kann nicht genug Druckbilder haben. Genau. alles benutzt, ne? So, ja. Link 4 in Sayuya. Kann man auch nicht oft genug haben. Effekt, genau. So eine tolle Karte. Dass der jetzt nicht auf 1 gekommen ist, hat mich auch gewundert, muss ich ehrlich sagen. Effekt Druckbild, Herzneuweltler, Totenbeschwörer. Hat so viel Potenzial, diese Karte, ne? Mhm. Effekt Herzneuweltler. Und dann kannst du auch die Züge auch dann alle sauber aufspitzen, ne? Ja, klar. Und auch erklärst, was du hier machst. Ja. Effekt Erzunterweltler, um mir eine ewige Infernalkarte zu suchen. Mhm. Da ich jetzt schon beide Trugbilder raus habe, möchte ich mir jetzt was anderes suchen. Was da jetzt wo kommen könnte? Hm. Nee, Stadt haben wir schon gesucht. Nee, ne? Nee, fehlt noch. Na guck. Komm. War auch nur eine Frage der Zeit, bis die Stadt rankommt. Natürlich auch direkt. Ja. Ohne Effekt. Also auch keine Handkarten, von daher. Richtig. Den habe ich noch nicht benutzt, ne? Den hast du noch nicht benutzt, nein. Hm. Könntest aber auch noch schon mal den Patriarch zurückholen. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Das ist, glaube ich, aber auch egal. Nimm die beiden weg. Ja. Cerberus, Effekt-Druckbeschwörer. Mhm. Holt den Erzunterweltler zurück vom Friedhof. Ja.
aktiviere wieder seinen Effekt, um mir ein Infernity, also ein ewig Infernal-Card vom Deck hinzuzufügen. Mhm. Jetzt suche ich mir den ewig Infernalen. Welcher? Ja. Dann ist der in meiner Hand. Den habe ich benutzt, ne? Mhm. Das heißt, ich habe noch einen Sayuya. Den letzten. Ja, ich habe das noch. Schon wieder irgendwie komisch gespielt. Soll schon mal vorkommen. Mhm. Wo ich bin jetzt hin? Naja, egal. Ich special den Rächer aus der Hand. Durch den Effekt von Sayuya, ja? Genau, durch Sayuya. Dann aktiviere ich den Effekt von dem Launcher. Ja. Dass wir ein ewiges Infernalmonster vom Friedhof holen. Direkt zwei Stück. Ja. So. Mhm. Ich will den Effekt vom Herzen der Welt klar. Ja. Ja, das war irgendwie nicht so hundertprozentig. Ich hätte gerade den einen Step hätte ich irgendwie überspringen können. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, es ist nicht einfach. So. Ich setze die Karte verdeckt. Ja. Break und dann mache ich eine 8er Synchro. Mhm. Ich habe so eine Befürchtung, was da jetzt kommen könnte. Hundertäugige Drache. Aber das Ding ist, meine sauren Fallenkarte ist schon so voll. Es macht keinen Sinn, das Ganze noch dreimal zu wiederholen. Deshalb kürzen wir das Ganze ab und beschwören direkt den Savage Dragon. Aber dann fällt mir gerade auf. Komme ich auch nicht mehr weiter. Ah, doch, doch, doch. Ich beschwöre den Kaliberlabe der Wilddrache. Aktiviere seinen Effekt und rüste ihn aus mit einem Sayuya Schädelschrecken. Das heißt, er bekommt jetzt 4 Kaliberlade Zählmarken. Für jede Zählmarke. Genau, 300 Punkte durch den Sayuya noch oben drauf. Genau. Genau, wollen wir nicht vergessen. Dabei denken wir gleich bestimmt noch dran. Bitte packen wir drauf, dann wissen wir, dass er die Punkte oben drauf hat. Genau, dann durch den Effekt von einem Kaliberlade Wilddrachen kann er sich mit einem Linkmonster ausrüsten. Für jede Linkstufe bekommt er eine Zählmarke und die Hälfte der Angriffspunkte des ausgerüsteten Monsters bekommt er auch noch oben drauf. Genau. Das ist schon Wahnsinn. Dann aktiviere ich Zero jetzt Max nochmal und beschwöre mir wieder ein ewig infernales Monster von meinem Friedhof zurück. Okay. Das wäre der Totenbeschwörer und dann aktiviere ich wieder seinen Effekt und hole mir Erz und der Welt. Es hört nicht auf. Es wird nicht weniger. Und der aktiviert wieder seinen Effekt und sucht mir eine ewig infernale Karte, in dem Fall die Barriere. So. Fehlt ein Monster. Ich habe wieder das gleiche Problem wie gerade. ich würde natürlich gerne einen Appaloosa bauen, dann sind meine Barrieren wieder tot. Ja, man kann halt nicht alles haben. Nee. Ja, da muss ich wohl auf so einem, ja, so einem halben Board hier wieder passen. I guess. Ja. Ja gut, da muss ich aber auch erstmal dran vorbeikommen, ne? Das ist ja sowas. Habe ich den schon benutzt jetzt? Den ja, ich habe den benutzt, um den zu holen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja, gut, ja, mach erst mal. Mach erst mal. Sorry. Ja, es ist schwierig. So. So, was mache ich mit dir, Nils? Weiß ich nicht. Gib mir ein Kaiju. Okay, wenn du so da dermaßen danach battlest, dann biete ich einmal den Kaliberleiter Wilddrachen als Tribut und dafür bekommst du erstmal den Gammesil zugeschustert. Endlich wieder Platz. So. Dann gucken wir mal weiter. Weil du ein Kaiju kontrollierst und ich nicht, darf ich als Spezialbeschwörung meinen Dogoran, den Kaiju der verrückten Flamme, als Spezialbeschwörung beschwören. Ja. So, wie mache ich denn jetzt mit dir mal weiter, Kollege? Das Problem ist, du hast jetzt einen ollen Patriarchen noch da unten drunter liegen. Das ist nicht so cool. Ja. Dann machen wir das ein bisschen anders. Ich werde mal in die Battle-Phase gehen. Ja. Und dann greife ich mit Dogoran als erstes mal den Sayuya-Schädelschrecken an. Okay, ich glaube, ich könnte hier mit. Das hört man gerne. Ich muss überlegen, aber ne. Ja, ist okay, und schauen. Dann verlierst du 200 Punkte, dein Sayuya ist weg. So, dann gehe ich in die Main-Phase 2. Und dann aktiviere ich unterbrochener Kaiju-Schlummer und würde ganz gerne einmal alle Monster auf dem Spielfeld zerstören wollen und anschließend auf jeder unserer Spielfeldseiten einen Kaiju beschwören, den du nicht zerlegen hast. Ich habe leider was dagegen. Ich aktiviere die Barriere. Das habe ich natürlich gewusst und auch darauf plädiert, dass du sie aktivierst. Dann habe ich die schon mal weg. Okay, das kommt jetzt. Ich ersetze noch ein Monster. Ja. Und dann bist du dran. Triggern die Graulien nur, wenn die durch Kampf zerstört werden oder durch Karteneffekte? Durch Kampf oder durch einen passenden Karteneffekt. Der Adler in dem Fall durch einen Monstereffekt, der Alligator durch einen Zaubereffekt und dann gibt es noch die Schlange, die muss durch einen Falleneffekt zerstört werden.
Okay. Dann zieh ich. Ja. Standby. Main. Battleface. Ja, Mainphase musst du übersprungen. Wir überspringen den Lugaris. Genau. Den hast du im letzten Zug ja benutzt. Mentu. Set. Ja. Da hat jemand Angst. Und wie? Effekt vom Totenbeschwörer. Ja. Erbaute Dinge. Ja. Das ist einer. Mhm. Och, bitte mal. Da hast du ja. Ja, gut, muss ich leben, ne? Tendenziell? Ich spüre da nämlich einen Kaiju. Ich komme auf mich zu, das heißt einen weiteren Kaiju. Aber gut, ist dann so, ne? Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Ja, genau. Genau so. Passt. eine große Apollosa. Jawohl. Du. Alles klar, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Und dann aktiviere ich erstmal den Effekt von meiner unterbrochenen Kaiju-Schlummer. Nein. Ich will gerne ein Kaiju-Monster aus meinem Deck suchen. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das glaube ich dir irgendwie nicht so ganz. Ich habe ihn ja gespürt. So, was nehmen wir denn diesmal? Hätte ich mal den Kaiju so behalten, hätte es mir keinen Kaiju geben können. Ja. Tja, so ein Pech aber auch. Ich suche mir einen Radian. Den Kaiju der Multidimensionalität. Ja. Das Gute ist, jetzt muss ich nur noch an zwei Monstern vorbei. Und das also quasi nur noch einen, weil du gibst mir auf jeden Fall einen Kaiju. Also ja, das ist richtig, das ist richtig. Oh, das ist natürlich auch. Gut, dann machen wir das erstmal folgendermaßen. Ich möchte gerne erstmal die Apollosa, den Bogen der Göttin erstmal als Tribut anbieten. Und dafür bekommst du von mir dann den Radian, den Kaiju der Multidimensionalität. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in die Battle-Phase und würde gerne mit meinem Dogoran einmal den Radian angreifen wollen. Okay, ja gut. Das klingt gegen. Gut, dann verlierst du weitere 200 Lebenspunkte. Und ich bekomme meinen Kaiju wieder. Dann aktiviere ich den Effekt vom ewig infernalen Jetzt-Rächer. Wenn ein Monster von mir durch Kampf zerstört wird, darf ich den vom Grave zurückholen. Stimmt, der war ja auch noch da. Handkarten hast du ja auch keine. Richtig. Und er wird dann auch zu Stufe 7. Mhm. 1 und 6. So. Mainphase 2. Ich aktiviere Graulian Einschlag. Die Karte hat zwei Effekte. Zum einen kann ich eine andere Graulian-Karte, die ich kontrolliere, und eine Karte, die du kontrollierst, wählen und beide zerstören. Oder während der Endphase darf ich meine Hand eine Graulian-Karte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Und ich würde jetzt gerne jetzt in die Endphase übergehen und den Effekt von Graulian-Einschlag aktivieren. Die sucht jetzt quasi nur eine jetzt Graulian-Karte. So, eine Graulian-Karte, genau. Da möchte ich, glaube ich, drauf reagieren. Oder? Ich habe nicht so super viel. Das ist das Problem. Bei der Dogoran ist das größere Problem, I guess. Ist okay, such den Graulian. Ich darf mich Graulian suchen, eine Graulian-Karte. Schön. Was holen wir uns denn aber für schöne Graulian-Karten? Da gibt es ja doch so eins mal lustige. Die könnte man sich suchen. Ah. Ich suche mir die Graulian-Kobra. Während der Endphase. Während der Endphase, ja. Tja, und dann bist du da. Zig. Mhm. Standby Main. Mhm. Zurück das Begräbnis. Mhm. Dann leg dir mal ein Monster von deinem Deck auf den Friedhof. Bin ich aber gespannt, was jetzt kommt.
Ich auch. Ich hab zwar keinen Plan, was ich reinlegen kann, aber ich tue es aber trotzdem. Ja, also ich will es ja nicht in der Hand behalten. So. Das ist, ja. Das, eine historianische so. Straßenpatrouille, ne? Okay. Das ist irgendwie nicht so geil. Ich will das Graudien-Monster, was da bestimmt zettlich nicht zerstört. Und den Dogeran, ja. Hm. Ich gehe mit den Rechnern in Angriffsmodus. Oh, süß. Nur zum Fall, dass du noch einen Kaido hast. Dann bist du. Irgendwie komme ich nicht weiter. Oh je. Oh, schön. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich rufe als Normalbeschwörer meine Graulien-Kobra. Ja. Und dann flippbeschwöre ich meinen Graulien-Adler. Ja. Und dann gehe ich jetzt in die Battle-Phase. Okay. Und da möchte ich als erstes mal mit meinem Graulien-Adler einmal den ewig infernalen Rächer angreifen wollen. Hm. Okay. Das ist viele Monster. That's the problem. Too much Monster. Ja, also selbst wenn ich das jetzt verhindere, dann kommt ja gleich die Kobra und überrennt den Rächer. Also ist okay. Gut, dann bekommst du 1500 Punkte Schaden. Ja. Dann als nächstes würde ich ganz gerne mit meinem Dogoran einmal den ewig infernalen Erzunterwettler angreifen wollen. Das möchte ich gerne, das ewig infernalen so zerreißen, aktivieren. Ja. Ein Trugbild aus meinem Friedeverband. Und den Dogoran schießen. Autsch, das tut ein bisschen weh. Das ist nicht so nett, aber das ist okay. Dann habe ich aber noch meine Graulian Cobra, die ganz gerne einmal den Unterwettler angreifen wollen würde. Mit 1000. Mit 1000. Okay, dann so. Ich glaube 1-1 so Schaden, ne? Mhm. Bekomme ich 1-1 Schaden. Dann Effekt von meiner Graulian Cobra, weil sie durch Kampf zerstört wurde, würde ich ganz gerne den ähnlichen von einem Erzunterwettler ausrüsten wollen mit ihrem Effekt. Das habe ich schon befürchtet. Ja, genau, die kann alles annullieren, ja. Mhm, Spare Tripper Monster Effekt. Ja, alles gut. Schade, kommt meine Kobra halt nicht. Ist okay. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2, setze eine Karte. Sucht die während jeder Endphase, die Spell? Die sucht man während jeder Endphase, ja. Okay. So, eine Barriere schon mal weg, zwei Barrieren weg. Das heißt, noch eine Barriere liegt da drunter. Vielleicht. Ich aktiviere den Effekt von Graulian Einschlag noch während der Main-Phase 2. Ich wähle meinen Graulian Adler und deine ewig infernale Erzunterwettler-Karte und möchte beide zerstören. Oh, natürlich belastend. Dann würde ich den Erzunterwettler gerne beschützen durch den Patriarchen. Gut, und da dann stirbt nur dein Adler. Das ist leider richtig. Gut, dann gehe ich in die Endphase und da ich nur einen der beiden Effekte von Graulian Einschlag benutzen darf, bist du dran. Okay, dann zieh ich. So, und in deiner Standby-Phase. Ah, Moment. Jetzt überlege ich gerade. Weil das macht sogar fast Sinn. Weil. Oh ja, das macht sogar super viel Spaß. Ich aktiviere Zwangsevakuierungsgerät und würde gerne deinen ewig infernalen Erzunterwettler auf die Hand zurückgeben wollen. Auf die Hand? Ja, einfach mal so, weil ich es kann. Okay. Mein Face? Mhm. Wait for it. Wait. Effekt Patrouille. Special Erzunterwälder. Ja. Würde ich jetzt Effekt machen, Erzunterwälder, aber ich habe keine Targets mehr. Du kannst sowieso nicht aktivieren, weil du eine Handkarte hast. In der Richtig. Oder? Ich hatte noch einen Totenbeschwörer. Ne? Hab ich vergessen. Aber gut, ist egal. Dann aktiviere ich den Effekt. Aktiviere ich die Karte Apokalypse der Leere. Oh, das ist jetzt. Ich kann eine Karte abwerfen und dann einen Unterwäldler vom Deck auf. Okay, wenn das alles ist. Der Rest ist ein Inferno-Effekt, der ist egal. Ich habe jetzt einfach. Also, ich könnte jetzt quasi meine Handkarte discarden, ne? Aber ich kann sie auch normeln, das habe ich jetzt gerade vergessen. Okay, du aktivierst erstmal nur die Karte selber. Ich aktiviere die Karte nur, ich aktiviere den Effekt. Ja, okay, gut, das ist in Ordnung.
Dann gehe ich in die Battleface. Ja. Greif an mit 1,8 und 1,8. Ja, dann nehme ich die 3,6 Schaden noch einmal stumpf in Kauf. Das ist okay. Kann ich dann noch was Schönes machen? Nee. Gut. Mach. Mach. Natürlich auch erst den Normal können, dann den Special, mir den Totenbeschwörer suchen können, den discarden, aber gut. Ja, gut. Hinterher ist man immer schlauer. Oh, Mann. Interessant. Gut, das Rang 4 wäre schön gewesen. Ja, aber wenn man sein ganzes Pulver schon zu früh verschießt. Ja. Muss man fast zwangsweise bei dem Deck. Ja, das ist richtig. Ich werde. Wobei, halt, stopp. Jetzt muss ich. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Warum meine ich nicht? Ich versuche es einfach mal. Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Graulienschleim Junior. Ja. Und wenn der gute Kollege als Normalbeschwörung beschworen wird, darf ich ein Graulienmonster meinen Friedhof wählen. Für den Rest des Spielzuges darf ich nur noch Wassermonster beschwören. Außerdem darf ich das Monster als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof rufen. Und dann darf ich sogar noch ein Aquamonster mit der gleichen Stufe wie das beschworene Monster von meiner Hand rufen. Okay. Und ich würde da an der Stelle meinen Graulien Adler einmal als Ziel wählen. Also du aktivierst den Effekt und möchtest gerne den Adler zurückholen. Richtig. Und eventuell noch ein weiteres Monster von meiner Hand. Unter Umständen. Da möchte ich nicht. Da möchte er nicht, hat er gesagt. Da hat er Nein gesagt. Tue ich nicht. Sagt die Barriere Nein. Da sagt er Nein. Einfach so. Schade. Ja, dann. Habe ich da noch was im Friedhof, was ich machen kann? Und Kaiju Slumber. Ja, das wäre jetzt cool, wenn ich den hätte. Das wäre wirklich gut, aber nein. Dann gehe ich in die Endphase und aktiviere den Effekt von Graulien Einschlag und mich mit einem Graulien Monster suchen. Okay. Oder eine Graulien-Karte, so. Und da suche ich mir den Graulien-Alligator. Alligator. So, das heißt, ich darf war die Endphase, ne? Das war die Endphase, ja. Ach, dann soll ich ja jetzt quasi nur noch angreifen, ne? Oder du wartest noch eine Runde. Soll ich noch eine warten? Vielleicht. Weiß ich nicht, überlasse ich dir. Dann mach ich schon Mucken. Ich hab den noch nie so oft genommelt. Ja, ich kann einfach an. Ja, ist okay, dann nehme ich den Schaden von den drei Karten und dann reicht das auch locker. Ja. Da war es doch eine echt knappe Kiste. Ja, nur die Graulienkarten nachzuziehen ist ein bisschen ärgerlich. Na gut, die hätte mir auch nicht viel gebracht. Gut, aber so sei es drum. Ewig Infernal hat gezeigt, es kann noch ein bisschen Wombo-Combo-Action bis zum geht nicht mehr aufs Spielfeld legen. Das war unser erstes Match des heutigen Tages. Wir machen jetzt ein paar Minütchen Pause, quatschen noch kurz mit dem Chat und dann geht es dann gleich, beziehungsweise für euch dann morgen mit dem zweiten weiter. Macht's gut. So.